So, mitten im Redeschrei einfach weitergemacht, ab in der nächsten Folge. Ja, willkommen zur zweiten Folge hier bei Hotte Jansen, ne, und den Mighty Ducks. Oder der Mighty Duck. so, neue Engine haben wir rausgebracht. Dann erstmal eine Auftragsarbeit gemacht. Dran an den Speck. Ja, warte mal. Eigentlich auch mal auf 2er. Ja. Nee, soll ja auch ein bisschen vorwärts gehen. Wollte ja auch was schaffen. Ne? So. Was haben wir denn eigentlich schon für... Okay. Sollten wir mit anfangen. Mit erforschen, sonst können wir nämlich bald irgendwann die Spiele nicht mehr machen. Genug Kohle haben wir noch. Dann können wir danach erstmal hier weitermachen. Ich hätte mir vorher noch einen Kaffee machen sollen. Ja. Naja. Ja, mei, dann ist es halt so. Kann ich das alles ändern. So, heute gibt Gas. Ja, heute Jansen hat natürlich die norddeutsche Gelassenheit und Ruhe weg. Ne? Der lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Er macht das ganz formidabel. Ja, kann man leider nicht sehen, der hat da so ein Balken vorm Kopf. Ja, so rennen die da oben alle rum. Ja, er übt schon mal für sein Rollenspiel. Der Mann mit dem Balken vorm Kopf. Hey. Oh. Oh, und danach haben wir erstmal neue eigene Spiele, würde ich sagen. Ne? Machen wir gleich. Machen wir erstmal eigene Spiele. Jo. Was machen wir auch ein Denkspiel? Nee. Ja, wir haben Rollenspiel haben wir schon, ne? Also mal, dann machen wir nur mal bei den Themen was gucken. Anime könnten wir brauchen. Eishockey und Anime. Jo. Dann bringen wir nämlich das erste Spiel von den Mighty Ducks raus. Mighty Ducks. The Adventures of Mighty Ducks. Ja. Ach ja. Mighty Ducks of Anaheim. Schon echt krass, ne? Wie sich das alles so entwickelt hat. Ich meine, es war ja erst der Cartoon da. Ne? Und dann kam das Franchise und dann ist Disney ja irgendwie an NHL-Team dran. Irgendwie sowas. Irgendwie, korrigiert mich, wie ich falsch liege, aber irgendwie war ich so der Meinung, dass das so in der Richtung war. Glaube ich. So. Möglich. Behaupte ich. Man weiß es nicht. Nee, wir nehmen immer nicht teil. Wir haben nämlich immer noch kein Produkt. Müsst ihr da draußen so laut Auto fahren? Mensch. So, jetzt brauche ich nochmal. Da, Anime. Ja, Leute, tut mir leid mit dem Lärm, aber kann ich nichts ändern. Auch wenn ich es gerne wollte. So. Neues Spiel. Mighty Ducks.
einfach Mighty Ducks. Zielgruppe, also Erwachsene, Anime und Eishockey. Hauptgenre ist Rollenspiel und aber mit Geschicklichkeit. So. Das Ganze auf dem PC und auf dem Katari. So, ja, da brauchen wir nicht gucken. Also gibt das auch erstmal hier so eine mittlere Reihe. Genauso wie das hier. Auch erstmal, aber dafür für alle Sprachen. So, dann los. Mal gucken, wie schlecht das wird. So. Gucken hier. Heute macht sein erstes eigenes Spiel. Ja, das ist, oh, ich weiß nicht, das ist, als wenn hier, ja, das ist sein Kind, ne, das erste Spiel, das ist wie mit dem ersten Auto. Nein, wollen wir noch nicht, der muss nämlich erstmal raus, backen. Also rauskäfern, entkäfern, er muss in die Entlausungsstation. Ja, so, da wollen wir das Ganze mal rausbringen, Publisher, so, wollen wir mal gucken. Bandai. Hm. Das ist jetzt echt eine gute Frage. So, gehen wir doch da hin, wo es am meisten Kohle gibt. Also die beiden hier oben. Und da gehen wir zu White Moro. 32. Boah, ist das mies. ja, gut, dann machen wir beide. Was ist das? Das ist ein Reinfall gewesen doch. Puh. Läuft. Ja, dann machen wir danach mal Training. Naja, 3000 haben wir schon verkauft. Mittlerweile sollte auch das WoW, die WoW-Folge freigeschaltet sein. Ich glaube, die hatte ich auf dem 8. gelegt. Kommt hin. Ja. Ja, gucken wir mal. Na, aber WoW. Zock momentan eh nichts anderes, so wirklich ein bisschen hier Mad Games, ein bisschen Rimworld. Rimworld kann ich ja leider nicht zeigen. Alex ist momentan indisponiert, der kann auch nicht. Ja, ja, mal gucken, vielleicht reicht es ja mit dem mit der neuen CPU dann. Müssen wir mal gucken. Hoffentlich. Ja. Ich war ein Reinfall. Läuft. Oder auch nicht. Aber den werden wir mal kaufen. Ja, warum habe ich eigentlich den ersten nicht gekauft? Mir egal. Danke, die Dev Kids. Ja. Ja, den brauchen wir. Oder haben wir dafür? Wir müssen sowieso dann mal nach der Runde hier und Engine gedöns hier, nochmal ein Spiel, Auftragsspiel machen. So, hat er jetzt schon halbwegs gewaltet? Boah, halbwegs.
so halbwegs. So, nachdem wir ein Auftragsspiel gemacht haben, müssen wir unbedingt B+ erforschen. Ja. Es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Hey, der Neue. Hey. Himmelarschenzieren. Ja gut, dann erforscht das auch noch damit. Ja, in den nächsten Folgen nehme ich dann auch wieder nachts auf, da ist es auch nicht so laut. Vielleicht vereinzelt mal ein Auto oder ein LKW, aber nicht so wie tagsüber. Nö. Engine updaten zur 1.9. Und dann mal los. Ein Stalker flüht. Und danach ein Auftragsspiel, weil sonst geht das ein bisschen die Fühle flüten. So ein Bittenfisch. Katie, hol mal, uns. So, und Katie macht einen Kurs in Programmieren. So. Wir machen erstmal diese Auftragsarbeit. Wenn wir nämlich parallel, wenn wir parallel arbeiten, was soll der Scheiß sonst? Ne? Triple Fine hat unsere Engine lizenziert. Ja, ist doch schön. So, jetzt kommt schon wieder ein bisschen Frisches in die Kasse. Aber wenn Engine fertig ist, kann Engine forschen. Engine springt hier zwischen Dingen, Moments hin und her, dann können wir das machen und Engine macht das hier. Wenn Engine fertig ist, dann kann Engine das machen und wir dümpeln. So machen wir. Guter Plan? Guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan, finde ich bombastisch. So, Engine. Dieser Lärm. Das ist nicht nur nicht für die Aufnahmen scheiße, das ist auch so scheiße. Das ist, boah, es ist einfach laut, sag ich euch. Leute, wenn ihr euch eine Wohnung sucht, egal wie gut und billig die ist, nicht an der Hauptstraße und schon gar nicht an der Bundesstraße. Da bin ich mir bescheuert bei. Das sag ich euch. So, hier komm. Zielgruppe Teenager. Physik. Nee, haben wir nicht.
Jo. Gucken wir mal, wie das wird. Comic Girl. Oder nein, nein, das ist falsch ausgesprochen. Comic Girl. Ne, nicht Girl, sondern Girl. Mit diesem Girl. Naja, jeder sagt eigentlich Girl, oder? Mit I, so Girl. Irgendwie ganz komisch. Ja, ich schon wieder über Sachen Gedanken hier. Das ist. Ja, aber es ist doch eigentlich interessant, wenn man sich mal so Sachen wirklich sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lässt und da einfach mal drüber nachdenkt. Oder nicht? Interessant finde ich das schon. Ja, komm hier, mach die Fehler raus. Tu was für dein Geld. Die kriegt ja sogar Geld, ne? Katie kriegt Geld. Nee, aber nicht zu verwechseln mit der Katie von Professor Brinkmann. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Also, das ist jetzt das andere. Ne, die war ja damals die Haushälterin. Im Hüsli. Jo. 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 Na gut. Ja, hier, die Gerichte erstellen. Ja. Gut. Würde ich sagen, alles weitere in der nächsten Folge. Ja, wann immer die rauskommen mag, das weiß ich noch nicht. Wir hören uns. Und wahrscheinlich dürfte schon Wochenende sein. Also, schönes Wochenende. Tschüss.